meine, von einer Humorexpertin erwartet man natürlich, dass sie witzig ist. Und das ist das Schöne beim Humor. Sie müssen ihn nicht lernen, weil Sie haben ihn schon. Was wir nämlich tun können, ist genauer draufschauen, wie Sie ihn auch in Situationen behalten können, wo Sie ihn normalerweise verlieren. Ja, wo Sie sprach- und ratlos zurückbleiben. Jüngere Kollegin sieht vielleicht noch ein bisschen jünger aus, als sie wirklich ist, soll ja vorkommen. Älterer Kollege kommt zu ihr und sagt, sag mal, sind Sie nicht ein bisschen zu jung für diesen Job? Variante A, sie antwortet, ja, vielen Dank für das Kompliment, herzlich willkommen bei Jugend forscht. Variante B, sie sagt, sind Sie nicht ein bisschen zu alt für diese Frage? Ich muss mir nur einfach der Wirkung bewusst sein. Wo ist Ihr Fokus? Und damit meine ich nicht Ihr Auto. Wir gehen mal in mein Kaminzimmer. Ja, und Sie dürfen sich jetzt mal darüber austauschen, wann Sie das letzte Mal gelacht haben. Meine Tochter, vor kurzem, es war ja kalt geworden, morgens, sagte ich zu ihr, Mensch, du zieh mal bitte die gefütterte Jacke an, es ist kalt draußen. Sie guckte mich mit großen Augen an und sagte, Mama, wie füttert man eine Jacke? Und diese zwei Faktoren, Überraschen und Freude bereiten, die führen oftmals dazu, dass Menschen ihr Verhalten ändern, ohne dass sie es merken, weil es ihnen Spaß gemacht hat. Ich bin tatsächlich selbst in diesem Jahr viel Zug gefahren. Und im Sommer hatten wir die Situation, da war die Klimaanlage ausgefallen. Es wurde wärmer und wärmer und den ersten liefen schon die Schweißtropfen runter und die Laune war dementsprechend schlecht. Und der Zugbegleiter machte dann folgende Durchsage. Er sagte, herzlich willkommen heute auf der Fahrt von Leipzig nach München. Ich bin heute Ihr Aufgussmeister. Man kann mit Humor Stimmung managen. Und da fange ich erstmal bei mir selber an. Das fängt tatsächlich schon morgens vom Badezimmerspiegel an. Und dann ist es ein großer Unterschied, ja, ob ich denke, boah, ich kenne dich nicht, aber ich wasche dich trotzdem. Oder ob ich denke, Mensch, noch ein bisschen zerknittert, da hast du ja heute viele Entfaltungsmöglichkeiten. Und schreib doch mal in den Chat, was ist das Tolle daran, dass das Bild im Online-Meeting eingefroren ist. Ich brauche ein Passbild. Sehr schön, großartig. Oder natürlich, ihr habt schon gesehen, ja, ich war gestern beim Friseur. Ihr hattet jetzt 5 Sekunden Zeit, meine Frisur zu bewundern. Ich bin in der Eiszeit. Ach, wie schön, großartig. Ice Age 4. Genießen wir den Moment. Ich habe einen Moment der Entspannung. Ja, wunderbar. Schon 4 wunderbare Umdeutungen für etwas, was regelmäßig passiert. Jetzt kann ich dich endlich in voller Länge betrachten. Ja, großartig. Ich sehe schon, ihr seid Experten.